Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner Wohnfoto unterstützt. Also holt euch die! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Wie wir alle wissen, bin ich ein vielbeschäftigter Mann. Erfolgreicher Geschäftsmann und YouTuber. OMG, so wirst du garantiert reich. X-Deroffle, oh heilige Scheiße, ich stehe auf Männer. Jojo, liebe Leute, ich war die ganze Woche damit beschäftigt, solche abgefuckten Honey Loops zu essen. Alter, wisst ihr, also ich bin ja echt, was Cornflakes angeht, bin ich ja echt ein Feinschmecker. Also, wisst ihr, ich hab halt immer so, wenn ich in den Sommerferien mal eine Woche oder zwei Wochen alleine zu Hause war, habe ich mich halt einfach easy zwei Wochen lang nur von Cornflakes ernährt. Von Cornflakes ernährt. Also, keine Ahnung, ich bekomme das halt voll easy hin. Und Leute, diese Woche habe ich die ganze Woche diese Honey Loops gegessen. Ja, jedenfalls sind das solche scheiß Mini-Donuts, okay? Und ich schwör's euch, die waren so geil! Und ja, worauf ich hinaus wollte ist, in einem Monat kommt einfach schon Avengers Endgame raus. Und viele von euch wissen vielleicht, dass ich ein Avengers-Fan bin. Kann man halt ziemlich unschwer erkennen. Ich meine, hinter mir steht eine 2 Meter große Spider-Man-Figur. Ist halt relativ naheliegend. Jedenfalls, Freunde, in einem Monat kommt einfach Avengers Endgame raus. Und dann gibt es ja immer so Verschwörungstheorien. Thor spaltet Thanos Arschkind mit seiner Axt. Tony Stark wird zu Superman. Thanos vernichtet die Infinity-Steine mit seinem lilanen Penis. Wo waren wir nochmal? Ach ja, da gibt es ja immer so verschiedenste Verschwörungstheorien, dass irgendwie Aquaman mit Hilfe von Pinguinen die Avengers aufhält. Halt so eine Scheiße, ihr wisst schon, was ich meine. Da gibt es ja immer so Fantheorien. Und die berühmteste Fantheorie ist einfach, dass Ant-Man sich so super klein schrumpft und ins Arschloch von Thanos krabbelt und sich da groß macht und dann halt Thanos mit Hilfe seines Arschlochs so zerreißt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, das war ziemlich schlecht dargestellt. Und genau dafür werde ich euch das jetzt bildlich darstellen. Also stellt euch vor, ihr seid das mächtigste Wesen im Universum, Besitzer der 6 Infinity-Steine. Oh, Tor. Das konntet ihr jetzt gerade gar nicht sehen. Besitzer der 6 Infinity-Steine. Super stark. Habt ein Arschkinn und einen lilanen Penis. Man könnte glauben, ihr seid unbesiegbar. Doch ihr habt eine Schwäche. Ihr seid nicht Analverkehr geschützt. Und weil euren größten Erzfeinden, den Avengers, bewusst ist, welch eine Schwäche ihr habt, nutzen diese eure Schwäche aus, schicken den kleinsten Mann in euer Arschloch und lassen ihn dort groß werden. Ja, das ist einfach die ganze fucking Theorie. Also kein Scheiß. Der Ameisenmann klettert in das Arschloch von Thanos und wird groß. Und er stirbt dann einfach. Ja, und keine Ahnung, ich dachte mir, ja, ich erzähle euch das vielleicht mal. Ja, ich weiß auch nicht, Leute. Fand ich einfach interessant, okay? Tut mir leid. Lauf! Bam! Oh! Bam! Nein! Ey, fick, ey, nein! Nein! Fuck! I'm an adult virgin. I'm an adult virgin.